Wolfgang, hast du ja alle mitbekommen, 4:3 nach Lüderschießen, der hat noch 10:4, ich begrüße die beiden Trainer, zusammen mit dem Trainer der Gästemannschaft, und Wörig und Mike Hintz, unserem Trainer. Die beiden werden jetzt erstmal kurzes Statement, was über dieses Spiel abgeben. Beide werden erstmal ein kurzes Statement zum Spiel abgeben und dann besteht noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte den Trainer von DSG Duisburg, paar Sätze zu sagen aus seiner. Erstmal hallo zusammen. Glückwunsch an den ersten FC Neu-Brandenburg zum Heubekommen. War ein unglückliches Spiel für uns. Wir haben eine Vielzahl von klaren Chancen gehabt und haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Da waren genug Möglichkeiten da. Und so länger das Spiel gegangen ist, dann ist die Zwingende bei uns ein bisschen verloren gegangen. Vielleicht auch bei dem einen oder anderen Spieler der Glaube, dass heute mal ein Tor reinfällt. Die Chancen, wie gesagt, die waren vorhanden. Und das ist das, was ich meiner Mannschaft einen Vorwurf machen kann. Also bei solchen Chancen musst du ein Tor machen. So geht es ums Elfmeterschießen. Ja, und da ist es klar, dass es überall so gewinnt der glückliche Welt. Aber trotzdem, wenn man gewinnt, nach 25 Minuten, nach 90 Minuten, das ist egal, dann ist es im Endeffekt verdient und vom Glückwunsch von uns an den Neu-Brandenburg. Kannst ja morgen freigehen. Ja, die werden schon so sagen, so wie im Moment jetzt am nächsten und dann freuen wir uns die Ausführung am Dienstag. Mal sehen, was wir dafür geben, hoffentlich wieder ein Spiel. Mal gucken. Also, das sind die Dinge, die wir vor Ort planen und die sind doch die Dinge am meisten wissen. Gibt es sonst noch Bewerbungen, Fragen an die Trainer? Wir werden es. Ja, das war die Mannschaft ist eigentlich relativ schnell, kann man verstehen, der Kompakt gegangen. Haben Sie schon mit den Spielern in der Kabine unten gesprochen? Oder? Und wenn ja, was haben Sie gesagt? Nee, jetzt so direkt nach dem Spiel hat es, glaube ich, wenig Sinn, mit Spielern zu sprechen. Wir sind natürlich enttäuscht, ist ja klar. Das werden wir morgen machen, beim Training. Wir werden das eine oder andere auch logischerweise analysieren. Aber so direkt nach dem Spiel, glaube ich, weiß die Enttäuschung zu groß. So,
sonst keine Bemerkungen. Also meine Sache, die Tor hat natürlich heute auch gut gehalten. Ja. Danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wollte nur darauf hinweisen, am Dienstag um 18 Uhr wird beim Rostocker FC, die ja schon als erster Teilnehmer für das Viertelfinale feststand, das Viertelfinale ausgelost. Vielleicht hat der eine oder andere Zeit, da den Stream im Internet zu verfolgen. Wir werden es am Dienstagabend bei uns auf der Homepage veröffentlichen, welche bei Facebook, welche Gegner wir erwarten. Und Mike, hast du irgendwelche Wunschgegner, Hansa Rostock? Noch nicht. Das erste Halbfinale vor 4 Jahren. Wir hätten gerne vielleicht Kreuzung. Richtig, ich wünsche mir auch Kreuzung. Danke.